Und damit willkommen zu einem weiteren Video aus der Serie Bahnfahren mit Reto. Heute sind wir auf der Allgäubahn unterwegs und wir überführen heute einen Leitergüterzug Richtung Kempten. Grund dafür ist die Sperrung der Arlbergstrecke. Wie wir hier sehen, sind wir mit einer Lok der Baureihe 232 unterwegs, und zwar mit der 232-498-1 oder auch eine Ludmilla gesagt. Und wie gewohnt, wir gehen uns nun in die Lok rein und machen unsere Maschine fahrbereit. Wir schalten die SIFA dazu. Wir schalten die PZB ein. Wir schalten auf die mittlere Zugart um. Recht. Hier aktivieren die E-Bremse. Fahren ein. Nicht an. Und stellen den Fahrtrichtungswert nach vorne. Und lösen die Bremsen. Okay, wir müssen noch warten, bis wir abfahren können. Wir sehen gerade den Eurocity Zürich-München durchfahren, gezogen von zwei Lokomotiven der Baureihe 218. Die Loks der 232 sind typische Güterzugsloks. Ich werde da unterwegs noch etwas zu den Loks sagen. Ihr Ursprung und wo sie herkommen. Oft war es so, dass wenn die Allberglinie gesperrt war, mussten Züge über die Allgäubahn umgeleitet werden. Und da die Allgäubahn bis jetzt eben nur Diesel betrieben war, wurde dies mittels Dieselloks gemacht. Okay, wir warten auf die Ausfahrsignal. Damit wir uns dann in Bewegung setzen können. Jetzt haben wir Ausfahrt mit AB2 und wir schalten Leistung auf. Wir sehen, die Lok ist ziemlich laut. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, bei der Baureihe 232 handelt es sich um eine dieselelektrische Lokomotive und nicht wie sonst in Deutschland üblich um eine dieselhydraulische Lokomotive. Aber das ist bei Lokomotiven dieser Bauart eigentlich auch nichts Außergewöhnliches. Was wir draußen haben, so sehen wir ein rechter Diesel.
Lok lässt ziemlich viel Diesel raus. Wir sind noch in der Überwachung. Deshalb dürfen wir nicht schneller als 45 Stundenkilometer fahren. Die Loks werden sehr oft für umleitende Güterzüge eingesetzt. Schalten jetzt noch mehr Leistung auf, da wir nun bald uns in die Höhen des Allgäus begeben. Sehen hier, es kommt recht viel Diesel raus. Wird Rechtsleistung ausgeschaltet. Es kommt ein weiterer Umleiterzug entgegen. Auch mit einer 232er. Dass es sich um ein wirkliches Kraftpaket von einer Diesellok handelt. Heute ist hier dieser Streckenteil auch elektrifiziert, denn schon bald werden hier elektrische Züge fahren nach München. Weiterhin aber auch noch Dieselzüge.
recht Menge Dieseltreibstoff verbraucht und die Loks gelten sicher nicht gerade als die umweltfreundlichsten Lokomotiven. Handelt es sich um ehemalige Diesellokomotiven der DDR-Reichsbahn, die damals dort unter der Baureihe 132 firmierten. Die Loks stammen aus sowjetischer Produktion, und zwar wurden die Loks im Lokomotivwerk Roter Oktober in Lugansk gebaut, das in der heutigen Ukraine liegt. Der Grund, weshalb die Loks aus der Sowjetunion stammen, war der, im damaligen Ostblock, im RGW, war abgemacht, dass Lokomotiven ab einer gewissen Größe nicht mehr von der DDR gebaut werden dürfen, sondern von der Sowjetunion gebaut werden müssen. Deshalb sind diese Loks sowjetische Produktion. Die Lokomotiven sollten in der DDR die Dampfloks ablösen. Die ersten Loks waren noch ohne Zugheizung ausgeliefert worden und waren deshalb hauptsächlich für den Güterverkehr eingesetzt. Waren die Loks sowohl für Güter im Personenverkehr eingesetzt. Sie sind sehr robust und auch sehr zuverlässig. Die Loks erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer, was für die damalige Verhältnisse in der DDR absolut ausreichend war. Aus Russland sind, haben sie dann den Namen Ludmilla erhalten. Nach der Wende wurden die vielen Lokomotiven umgebaut, es wurden Motoren überarbeitet, Schalldämpfer wurden eingebaut, einige Loks wurden sogar auf 4000 PS ertüchtigt, wurden sogar mit Paketen vereinsamt in den Niederlanden gebaut. Die Loks haben sich bis heute im Einsatz voll bewährt. Wie gesagt, sind einfach etwas lärmintensiv. Ein 612er kommt uns entgegen. Schöne Allgäu mit unserem Mischermüterzug. Der von Buchs nach St. Gallen eigentlich nach Hall in Tirol fährt, aber aufgrund der Sperrung der Adlerbahn nun via München, Rosenheim umgeleitet werden muss.
gesagt, ja, Göllbahn, eine wirklich sehr schöne Strecke. Und auch hier das Szenario von Lucky God, ein wirklich äußerst gelungenes und qualitativ vorstellendes Szenario. Wie immer hat Lucky God auch hier wieder super Arbeit geleistet. Keine Elektronik braucht. Hier herrscht noch Mechanik. Diese Lok ist noch ein mechanisches Werk und kein elektronisches Werk. Entgegen mit einem Vectron angehängt, der abgebügelt ist. Auch das eine Möglichkeit, dass die Elektrolok gleich am Zug bleibt und sobald es wieder unter Fahrdraht ist, dann der Zug mit der Elektrolok weiterfährt und die Diesellok dort abgekoppelt wird. Richtig schön, dieser Sound. Richtig gemütliches Bahnfahren mit einem Güterzug. Auch das Wetter ist nicht schlecht. Es passt zusammen. Sehr gut. Wunderbar, bestens.
kurvenreiche Strecke kommt dann erst noch und dann fängt dann an ab Hergatz. In Hergatz wird sich dann auch die Strecke teilen. Die Hauptstrecke wird via Innenstadt nach Kempten führen und die neue IT-Strecke führt dann nach Memmingen, Buchloe nach München. Und neu ist die Strecke jetzt zwischen Lindau und Geltendorf elektrifiziert. Zwischen Geltendorf und München war sie das schon längst. Jetzt. Das heißt, hier links zeigt nun die neue IC-Strecke ab, die elektrifiziert wurde. Während dieser Streckenteil hier weiterhin mit Diesel betrieben wird. Wir werden uns hier auf der klassischen Allgäu-Route. Momentan ist nicht sehr viel Verkehr. Aha. Jetzt kommt uns gerade ein Alex entgegen von München nach Lindau. Steigt immer noch an.
232 ist meistens in der Einfachtraktion unterwegs, braucht selten eine Top-Traktion, es sei denn, es wird ein Loch abgeschleppt oder überführt. Aber ansonsten ist diese Lok in der Lage, auch schwere Güterzüge alleine zu ziehen. Dass sich hier, wie gesagt, um eine sehr kräftige und leistungsfähige Diesellok handelt. Sehen, wir sind immer noch am leicht ansteigen. Fahrbahn. Auch dieses Loch ist mit einem Umleiter wieder zu unterwegs. Kirche im Allgäu.
Bauernhöfe stehen, was typisch ist für diese Region. Es ist hauptsächlich eine Landwirtschaftsregion. Mit diversen Bauernhöfen. Dann die Strecke kurviger, das heißt, wir kommen nun in das engere Talgebiet rein. Weshalb es kurvig wird, sieht man auch schon daran, dass jetzt dann die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer beschränkt ist. Schon mehr Kurven als vorher jetzt. Also auch hier wieder eine Umwertung mit einer 232er. Auch ein schöner Mischer. Der Zug ist unterwegs nach Lindau-Reutin. Hinten.
Lärming in dieser Lok. Also ein Lokführer muss schon hier sehen, wie das aussieht, wenn er mit dieser dritten Lok fährt. Aber wie gesagt, ist eben russische Produktion. Dort wird auf robuste, einfache Technik gelegt und nicht auf lärmempfindliche Personen Rücksicht genommen. Und von dann eben eine sozialistische Volkslokomotive ist das. Bewährte, einfache Technik ohne große Schnickschnack. Und wie wir sehen, die Lok funktioniert immer noch ohne große Elektronik, Mechanik ist hier geworden. Was immer noch besser ist als jeder andere elektronische Quatsch. Bestimmtfalls muss ein Dieselmotor ausgetauscht werden oder ein Getriebe ausgetauscht werden und dann ist die Lok wieder fahrbereit. Bei dieser Lok lohnt es sich, wenn der Lokführer vor einer handwerklich vor allem Ausbildung hatte, vor allem im mechanischen Bereich. Mechaniker, Auto-, Lastwagenmechaniker oder auch Maschinenbauschlosser sind Berufe, die natürlich sehr gut dazu geeignet sind, um sich dann mit dieser Lok zurechtfinden können. Hier ist kein EDV-Spezialist, sondern hier ist ein Handwerker gefragt auf der Lok. Derzeit aus Ersatzteile testen, konnten sich die Lokomotivführer oft mit verschiedensten Methoden behelfen, die Loks wieder stattzufinden. Die Lokführer der DR Reichsbahn waren bekannt dafür, dass sie sehr groß und viele Einfälle hatten, wie sie die Loks zum Laufen bringen konnten.
12er. Vorne sind hier bereits Signal blinken, das heißt, wir müssen eine Geschwindigkeitseinschränkung rechnen. Ah, 70. Wir sind nun in Oberstaufen. Und hier kommt nun die 70er Einschränkung. Oberstaufen, ein touristischer Ort im Allgäu.
benutzen wir jetzt die elektrische Bremse. So können wir Energie in den Motor zurückspeisen. Hier eine 218er Diesel mit einem Kesselwagenzug. Die nächste Ortschaftsgröße wird dann Immenstadt sein. Dann ist es sehr ruhig, kein Verkehr. Wir sind zurzeit alleine unterwegs. Momentan nicht so viel Verkehr. Und auch nicht so viele Güterzüge, die umgeleitet werden müssen. Also
den Vorteil hat, wir haben freie Strecke. Hier hat es keine Schranken. Die sind zur Reparatur im Moment dann abgebaut worden. Leider fehlt das Geld, sie wieder zu montieren. Deshalb verzögert sich die Montage der Schranken um mehrere Jahre. Diese Schranken.
Wir passieren nun den Bahnhof von Immenstadt. Rechts hier geht die Linie nach Oberstdorf weg. Wir fahren jetzt Richtung Kempten, dann München. Hier hat es keine Zwiebelkirchen, wie zum Beispiel im Chiemgau. Gleich sind 100 Stundenkilometer erlaubt. Das heißt, wir können hier erst wieder leise aufschalten. Entgegen. Ah, mit einer 212, ein Kurzgüterzug. Was dann in den nächsten Wochen folgen wird, hier auf diesem Kanal wird dann auch eine Video
sein aus Frankreich mit einem TGV und auch weitere Szenarien aus Frankreich sind geplant. Wobei diese werden dann erst im Dezember bzw. im Januar folgen. Hier sind sehr viele landwirtschaftliche Betriebe. Von Weißwurst. Autobahn, ein paar Mercedes-Lastwagen unterwegs, aber auch sonst herrscht hier viel Verkehr auf der Autobahn. Eine Diesel-Vectron und ein Umleitergüterzug. Auch das sieht man eher weniger in diesem Elektron.
Langsam kommen wir dann nach Kempten. In Kempten wird dann ein Kollege den Zug zur Weiterfahrt übernehmen. Und haben wir dann hier eine Pause verdient, beziehungsweise Feierabend. Und dann werde ich mich dann ins Hotel begeben, um dann später morgen einen anderen Zug wieder Richtung Lindau zu übernehmen. Nach Lindau, nach Kempten wollte ich sagen. Das Hauptsignal zeigt HP2 und das Vorsignal VR0. In Kempten hat das ein relativ großes Betriebswerk. Hier werden verschiedene Baureihen vorgehalten. Die 2.18er, aber auch die 6.12er Züge mit Neigetechnik. Thank you.
So, ich hoffe, das Szenario hat gefallen. Es hat hoffentlich auch Spaß gemacht. Es war mal wieder ein sehr interessantes Szenario. Es war was anderes, mal mit einer Dieselloch der Baureihe 232 zu fahren. Und dann sage ich jetzt also mal wieder, wie ich es immer sage, tschüss, bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn es dann wieder heißt, Bahnfahren mit Reto. Und ich sage dann auch wieder, tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.